Hallöchen, meine lieben Katzenfreunde da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Review von mir. Es geht wieder um Yankee Candle, wie eigentlich in den meisten meiner Videos. Ich sollte mich mal ein bisschen mehr ausbreiten, was die Katzenmarken angeht. Nächstes Jahr, Kinders, nächstes Jahr. Ja, ich habe ja die drei aktuellen Yankee Candle Düfte oder drei der vier aktuellen Winterdüfte von Yankee Candle für euch ausprobiert in einem kleinen Glas. Und das ist einmal All is Bright, Macaron Treats und Festive Cocktail. Ihr merkt, da ist nicht viel weg von, das hat aber einen bestimmten Grund. Und ich fange einfach jetzt mal mit dem Duft an, mit meiner Review, der, glaube ich, für alle am allerinteressantesten ist. Und zwar mit Macaron Treats. Super schönes Wachs, super schönes Label, richtig lecker, schön bunt vor allen Dingen. Natürlich in den großen Gläsern, das große Label ist viel schöner noch als das kleine. Und das ist ein Duft, den habe ich jetzt bis hier runter abgebrannt. Ich habe dann beschlossen, dass ich den Rest ein bisschen aufhebe, weil das ist von allen dreien definitiv mein Liebling gewesen. Das ist ein richtig keksiger Bäckereiduft. Der riecht auch wirklich wie Macarons riechen, finde ich. Und das ist so ein leckerer Duft und richtig intensiv. Also das kleine Glas hat mein Badezimmer richtig gut beduftet. Und ich habe dann gedacht, ich probiere es mal im Schlafzimmer aus. Da hat es dann, wenn das Fenster zu war und die Heizung an, also die Luft etwas wärmer war, hat das auch richtig gut Duft abgegeben. Es hat mich sehr überrascht, weil normalerweise nehme ich diese kleinen Düfte gar nicht in meinem Schlafzimmer wahr. Da sind immer nur Tarts an oder das Centerpiece oder eine große Kerze. Und hier war ich echt von überzeugt. Also die Duftabgabe, wenn die großen Gläser genauso toll sind, wie jetzt hier dieses kleine, da bin ich sehr gespannt, denn ich werde mir auf jeden Fall einen für die Sammlung und einen für die Nutzung holen und wahrscheinlich noch diverse Tarts und Votive dazu, weil Liebe, es ist Liebe. Und ach, das ist so schön. Es ist nichts, was ich jetzt unbedingt mit Weihnachten verbinden würde, obwohl es eine Festive-Kategorie-Kerze ist. Ich muss ehrlich sagen, ich finde nicht, dass das nach Weihnachten riecht. Das ist eine Kerze, die, wenn ihr Bäckereidüfte mögt oder Essensdüfte oder wenn ihr einfach Macarons sehr gerne mögt, das ganze Jahr über abgebrannt werden kann. Und richtig, richtig toll. Ich bin so begeistert von diesem Duft. Und wie gesagt, die Abgabe war klasse. Gehen wir einfach mal weiter zu der zweiten Kerze. Das ist All is Bright. Und die habe ich bis hier runter abgebrannt. Auch hier war die Duftabgabe super gut. Sehr schön. Das war ein bisschen mehr so eine Hintergrundduftkerze. Also der Macaron Treats, der war ja so ein bisschen mehr so Bam in your face. Und diese Kerze war auch sehr intensiv. Aber ein bisschen mehr im Hintergrund. Das ist aber auch die Duftart. Und auch hier habe ich das im Schlafzimmer ausprobiert. Und auch hier war bei den richtigen Bedingungen eine erstaunlich gute Duftabgabe da. Nicht so mega intensiv und ein bisschen schwächer als Macaron Treats im Schlafzimmer. Aber ich glaube, das ist einfach auch bei der Duftart. Das ist wirklich so ein... ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit überlegt, also an irgendwas hat es mich erinnert, aber ich fand es ziemlich undefinierbar. Und es ist auf jeden Fall sowas Zitrusmäßiges dabei, aber ich fand im warmen Zustand hat das Ganze nochmal cremiger geduftet, als jetzt, wenn ich so kalt nochmal rieche. Das war irgendwie so ein cremiger, fast schon seifiger Duft, muss ich sagen. Also es hat mich so an einen seifigen Duft erinnert. Jetzt nicht an Dove oder sowas direkt oder Nivea, sondern ich kam nicht drauf. Ich kam nicht drauf bis jetzt, an was es mich erinnert hat. Aber es war auf jeden Fall wie so eine schöne Handseife oder vielleicht noch eine angenehme Creme. Fand ich fürs Badezimmer sehr angebracht. Im Schlafzimmer fand ich den so ein bisschen meh. Aber ansonsten, ich fand den ganz nett, aber das ist für mich kein Duft, den ich mir jetzt persönlich kaufen würde. Und ich finde auch hier nicht, dass der mich an Weihnachten erinnert, das muss ich schon wirklich sagen. Das ist auch so eine Kerze, die, wenn man etwas, nicht schwere, aber etwas dichtere, kompaktere Düfte mag, das ganze Jahr über abbrennen kann. Also ja, also ich fand sie okay, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, fand ich aber in Ordnung. Jetzt kommen wir zu der dritten Kerze und das ist Festive Cocktail. Und diese Kerze, wie ihr seht, ist nicht sehr weit runtergebrannt. Ich habe sie nicht sehr oft angehabt. Ich glaube, ich habe sie nur zweimal habe ich sie brennen lassen. Das hat schlicht und ergreifend den Grund, dass ich sie im warmen Zustand zum Erbrechen nicht riechen konnte. Also die hat mir, boah, die hat mir echt gar nicht gefallen. Nicht, weil der Duft an sich irgendwie schlimm war. Also das war jetzt kein zweiter Bakery Air oder so. Aber es ist einfach so,
Das ist absolut nicht meine Duftrichtung. Und zwar im Kalten riecht es, also es riecht nach Beeren, so natürlich hier so ein Festive Cocktail, so ein Beerencocktail. Aber es riecht auch grün nach Tanne, so nach Tannenzweigen, so Tannendeko. Und im warmen Zustand war das so, dass die Tanne echt extrem durchgeschlagen ist, zumindest für mein Empfinden. Vielleicht, wenn ihr so tannige Düfte mögt, empfindet ihr das nicht so arg wie ich. Und ich finde, im kalten Zustand war der Beerencocktailduft mehr so im Vordergrund. Und das hat mich dann, oh, pff, also da ist mir wirklich, einmal ist mir davon wirklich schlecht geworden und ich habe es ausgemacht. Also mein persönlicher Flop-Duft aus der Serie, aber nur, weil das nicht meinem Geschmack entspricht. Also die Duftabgabe war sehr intensiv. Im Schlafzimmer habe ich es mir nicht angetan. Also tut mir leid bei aller Liebe, das habe ich mir dann erspart. Aber im Badezimmer war das auch ein sehr intensiver Duft. Also ich muss sagen, alle drei haben sehr, sehr gut den Duft abgegeben. Aber die hier, ich werde sie wahrscheinlich abgeben, verkaufen, was auch immer, keine Ahnung. Ich will sie loswerden, ich möchte sie nicht behalten. Lustigerweise ist von allen dreien diese Kerze die am weihnachtlichsten. Das Witzige ist, hier steht drauf Food and Spice als Kategorie und die anderen beiden sind Festive als Kategorie und das sind die, die überhaupt nicht nach Festive riechen. Und das ist eine, die finde ich nicht nach Essen großartig duftet, sondern wirklich nach Festive, nach dieser weihnachtlichen Kategorie. Und dementsprechend, ja, keine Ahnung, fand ich die Kategorien so ein bisschen für den Arsch, muss ich ehrlich sagen. Hat jetzt nicht so gut gepasst. Aber ja, ganz eindeutig, ganz kurz zusammengefasst. Yay. Meh. So, also das ist dann so meine kurze Zusammenfassung. Qualität, top. Alles andere ist wirklich Geschmackssache. Ihr könnt mir ja mal unten in den Kommentaren sagen, ob ihr einen Favorit habt, ob ihr euch die Düfte anschafft, ob sie euch gefallen, was so euer Favorit ist und was so darunter vielleicht auch euer Flop-Duft ist. Und ja, das war es auch schon mit meiner kurzen, knackigen Review. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich denke, ich habe es ganz gut auf den Punkt gebracht. Zumindest bemühe ich mich darum, etwas mehr so direkt auf den Punkt zu kommen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit. Und bald schon eine schöne Vorweihnachtszeit. Falls ihr das jetzt guckt und ihr neu auf meinem Kanälchen seid, während es bald Weihnachten ist, dann schon mal hier schöne Festtage. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video und ich wünsche euch noch was. Bis dann!